Ja, das hört sich bei euch beiden so an, als ob das eine vorprogrammierte Niederlage für Hughes ist. Sollte es so kommen, wäre das dann sein letzter Kampf im Käfig? Das weiß ich nicht. Also nicht, weil die UFC ihn dann schon rausschmeißen würde, falls das deine Frage ist. Dafür hat er einfach viel zu sehr diesen Legendenstatus mittlerweile und so furchtbar schlecht wäre seine Bilanz ja nicht. Also er hat jetzt eben die besagte Niederlage gegen BJ Penn. Die drei Kämpfe davor hat er gewonnen. Gut, zwar jetzt nicht gegen die Riesengegner, aber auch nicht gegen ganz schlechte. Und wenn er das denn gerne will, dann wird man ihm sicherlich auch noch ein, zwei weitere geben. Also wer Tito Ortiz so lange in seinen Reihen behält, der kann einen mit Hughes dann nicht so schnell vor die Tür setzen. Aber es wäre natürlich irgendwie, sagen wir mal, es würde den in meinen Augen schon seit längerem im Gang befindlichen Abstieg vielleicht noch weiter fortsetzen. Ich würde sagen, dass es auch auf die Art der Niederlage ankommt. Wenn Hughes genauso brutal K.O. geht wie gegen BJ Penn, und das vermute ich, wird er wohl zurücktreten. Er meinte ja schon nach dem Kampf gegen Penn, dass er dem Ruhestand jetzt einen ganz großen Schritt näher sei. Und ich meine, was will er denn noch groß in dem Sport erreichen? Er hat bis auf seinen Trainer Pat Miletic alle anderen UFC-Weltergewichts-Champions besiegt. Er hält den Rekord für die meisten Siege in der UFC. Er ist in der Hall of Fame. Er kämpft eigentlich nur noch, weil er Lust dazu hat. Und ich denke, nach zwei brutalen K.O.-Niederlagen in Folge wird die ihm dann auch vergehen. Könntet ihr Jus auch irgendwas sagen, wie er den Kampf gewinnt? Er sollte darauf hoffen, dass Koscheck beim Warmmachen ausrutscht und mit dem Kopf auf eine Eisenstange fällt. Gab es ja schon mal in den 90ern so einen Fall. Ansonsten sehe ich keine realistische Chance für Hughes, muss ich ehrlich sagen. Ja, sehe ich im Grunde recht ähnlich. Allenfalls vielleicht, dass Koscheck entgegen unserer Erwartungen eine größere Bereitschaft zeigt, mit Hughes auf den Boden zu gehen und dass er vielleicht sich dort irgendwie durchsetzen kann. Aber ganz ehrlich, das sage ich gerade und glaube selbst nicht so recht dran. Also eigentlich sehe ich Koscheck hier, wie schon gesagt, als klaren Favoriten. Ja, Konstantin, du hattest schon angesprochen, dass Hughes eigentlich gegen Diego Sanchez kämpfen sollte. Wäre dir der Kampf aus Hughes Sicht so lieber gewesen? Ja, zwar nicht in dem Ausmaß, dass ich jetzt sagen könnte, ach, gegen Diego Sanchez wäre es irgendwie ein sicherer Sieg gewesen, wohingegen es gegen Koscheck eine relativ sichere Niederlage ist. Also mit Diego Sanchez hätte er schon durchaus auch seine Hände voll zu tun gehabt. Sanchez hat ja auch vom Stil her durchaus gewisse Ähnlichkeiten mit Koscheck, aber ich finde, er ist einfach im Großen und Ganzen der schwächere Kämpfer. Er ist zwar sicherlich nicht schlecht, aber ich hätte da beispielsweise Hughes noch größere Chancen zugesprochen, den Kampf vielleicht auf den Boden zu bringen oder vielleicht sogar ein bisschen was im Stand zu reißen. Das halte ich eben gegen Koscheck für unwahrscheinlicher. Damit kommen wir zum Main Event des Abends. Das ist der ja, mit Spannung erwartete Titelkampf zwischen Jon Jones und Quinton Rampage Jackson. Jones war in seiner UFC-Karriere bisher sehr dominant. Denkt ihr, dass das bei seiner ersten Titelverteidigung anders sein wird? Also ich wüsste nicht, welches Halbschwergewicht in der UFC oder auch außerhalb der UFC die Fähigkeiten hat oder in der Lage wäre, Jon Jones zu besiegen. Eigentlich sehe ich außer Cain Velasquez und Anderson Silva überhaupt niemanden in der Lage, ihn momentan zu besiegen. Und deswegen denke ich, dass Jon Jones ähnlich dominant sein wird wie gegen Shogun und den Kampf innerhalb von 3 Runden beendet. Ja, ich schließe mich an und bin sogar relativ sicher, dass es, oder naja, halte es für relativ wahrscheinlich, dass es nicht mal in die dritte geht. Also ich versuche mir selber im Vorgang auf das Event irgendwie ständig Szenarien zu überlegen, wie Rampage doch gewinnen sollte, was auch damit zusammenhängt, dass ich wirklich Jones als riesen Unsympathen empfinde und mich mal wahnsinnig freuen würde, wenn er auf die Mütze bekäme. Aber ganz ehrlich, ich sehe es nicht. Das Einzige, was man jetzt irgendwie vielleicht noch anführen könnte,
ist die Tatsache, dass Rampage ein sehr, sehr starker, also im Sinne von kraftvoller Striker ist, der also wirklich richtig Dampf hinter den Fäusten hat und wenn er mal trifft, unter Umständen sehr viel Schaden damit anrichtet. Und auf der anderen Seite, dass Jones Kinn eigentlich noch nie so wirklich getestet wurde. Sprich, diese, was man so als Puncher's Chance bezeichnet, also so diese entfernte Hoffnung, hey, wenn ich mal mit einem kraftvollen Schlag irgendwie, so Gott steh mir bei, ordentlich treffe, dann geht er eventuell K.O. Diese Hoffnung hat Rampage in dem Kampf sicherlich schon, aber eigentlich ehrlich gesagt auch nicht viel mehr als das. Und dass es überhaupt mal dazu kommen wird, dass Rampage Jones einmal richtig ordentlich erwischt, das halte ich eben für ziemlich unwahrscheinlich. Er hat eine deutlich geringere Reichweite. Er hat meiner Meinung nach, er ist zwar nicht schlecht im Stand, aber auch nicht um Längen überlegen. Er hat das schwächere Wrestling, er ist ein insgesamt viel, viel weniger versierter, also viel, viel weniger vielseitig versierter Kämpfer als Jones das ist. Und ich fürchte, dass er ein Schicksal von erleiden wird, was dem von Shogun ziemlich ähnlich ist. Jan, hast du eine andere Strategie für Rampage als weit ausholen und Glück haben? Ich kann mich Konstantin da eigentlich nur anschließen. Wir wissen nicht, wie gut Joneses Kinn ist. Vielleicht hat er die besten Nehmerqualitäten aller Zeiten. Vielleicht hat er ein Glaskinn. Keine Ahnung. Er wurde noch nie richtig getroffen. Wir wissen es nicht. Deswegen ist für mich die realistischste Möglichkeit eines Sieges von Rampage diese, dass er eben alle Kraft hinter jeden Schlag steckt, in der Hoffnung, einmal durchzukommen, Jones dann niederzuschlagen oder wenigstens durchzurütteln und dann mit weiteren Schlägen den Kampf zu beenden. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er Jones zu Boden bringen kann und mit Ground and Pound bearbeiten. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass John Jones ihn zu Boden bringt und Rampage dann aus der Guard plötzlich einen Triangle Choke ansetzt. Ja, ich mir auch nicht. Die einzige Möglichkeit liegt einfach im Stand und da ist eben das Problem, dass Jones nicht nur sehr gute Beinarbeit hat, sondern auch ein gutes Distanzgefühl und eine riesige Reichweite einfach und mit technischem Links-Rechts-Boxen kommt Rampage einfach nicht an ihn ran. Und deswegen muss er einfach hoffen, wenn John Jones attackiert, dass er irgendwie einen Konterhaken anbringt, der dann auch richtig sitzt. Ansonsten wüsste ich einfach nicht, wie er den jetzt besiegen soll. Rampage hat vor dem Kampf mehrfach gesagt, dass John Jones einen Spion in seinem Camp eingeschleust hat. Was haltet ihr von solchen Aussagen? Ja, er hat das ja nicht völlig frei herbeifantasiert, wenn ich mich recht erinnere und die Geschichte noch richtig zusammenkriege, war es irgendwie so, dass er wohl diesen Verdacht hatte, dass das so sein könnte. Dann hat er nur innerhalb seines Camps dieses Gerücht gestreut, dass er sich irgendwie verletzt hätte und nicht antreten könne oder sowas in der Art. Also halt irgendeine unwahre Behauptung, die er nur in seinem Camp erzählt hat. Und dann irgendwie innerhalb weniger Stunden einen Anruf bekommen seitens der UFC, dass Joneses Camp nachgefragt hätte, was denn da mit dieser Verletzung bei ihm los sei. Irgendwie so in der Art war es wohl. Also jedenfalls, er hat ein Gerücht gestreut, was eigentlich nur intern bleiben sollte und was irgendwie den Weg nach draußen und zu Jones Leuten gefunden hat. Und wenn das wirklich so den Tatsachen entspricht, wie er das schildert, dann muss man sagen, ja, es stimmt wahrscheinlich sogar mit dem Spion, ne? Also zuzutrauen wäre es dem Team von Greg Jackson allemal. Und wie viel da jetzt genau dran ist, kann ich nicht beurteilen. Ich kenne eigentlich auch nur die Fakten, die Konstantin gerade aufgezählt hat. Ich denke, teils wird es eben dazu benutzt, den Kampf ein bisschen zu hypen oder zu pushen. Das ist wenigstens jetzt mal was Neues, wenn man sagen kann, dass der Gegner einen Spion eingeschleust hat, als einfach nur stumpfsinnig sich da irgendwelche Fähigkeiten abzusprechen oder sonst was aus der Richtung. Ich frage mich eigentlich nur, was daraus jetzt geworden ist, weil ich habe in letzter Zeit auch nicht mehr so wirklich was davon gehört, irgendeine Auflösung und ja, das hat mich ein bisschen enttäuscht zurückgelassen. Nee, also das Einzige, was ich dazu nochmal gehört habe, war, dass Jackson sich nochmal zurückgemeldet hat und meinte, es sei ihm jetzt mittlerweile egal, Jones könne ihm seinetwillen auch auf der Toilette zuschauen.
Aber für schuldig bekannt hat sich da niemand. Jones hat das natürlich alles als absurd weit von sich gewiesen. Aus Joneses Camp heraus hieß es, sie hätten das auf Twitter gelesen und daher gewusst, wobei das auch wiederum von anderer Seite in Abrede gestellt wurde, weil es wohl nachweislich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht irgendwo auf Twitter erwähnt worden war. Also es ist irgendwie eine verworrene und komische Geschichte. Dem PR-Department der UFC spielt es sicherlich sehr in die Hände. Und für schuldig bekannt hat sich niemand, direkt überführt wurde auch keiner. Und tja, wie viele Vorteile Jones das jetzt letztlich verschaffen wird, falls es denn so stattgefunden hat, das werden wir in ein paar Tagen erfahren. Ja, bekannterweise sollte Jones ja eigentlich gegen Rashad Evans kämpfen. Hättet ihr ihm eine bessere Chance gegen Jones zugesprochen als jetzt Rich Jackson? Eine bessere, ja, weil Rashard Evans erstens ein besserer Ringer ist als Rampage und zweitens im Stand viel schneller und auch vielseitiger und taktisch ohnehin klüger. Aber ja, wie in der Frage schon verborgen, eine bessere Chance ja, eine realistische Chance auch nein. Ja, sehe ich im Großen und Ganzen ähnlich. Noch ein weiterer Faktor, der bei Evans vielleicht positiv hinzugekommen wäre oder in einem etwaigen zukünftigen Match hinzukommen wird, ist halt der Faktor, dass er eben ein Jahr lang oder über ein Jahr mit Jones zusammen trainiert hat. Man weiß natürlich nicht genau, was das jetzt konkret für einen Vorteil für ihn bedeutet. Und man könnte natürlich durchaus argumentieren, dass dieser Vorteil ja umgekehrt auf Seiten von Jones genauso besteht. Aber immerhin, wer weiß, es kann ja durchaus sein, wenn man so viel Zeit auf der Matte mit jemand verbracht hat, dass einem dann noch der eine oder andere Trick einfällt. Und wenn man sich anschaut, wie es zumindest nach außen hin so wirkt, dass Jones einem Match gegen Rashard ziemlich aus dem Weg gegangen ist in den letzten Monaten, dann könnte man sogar mutmaßen, dass Jones ein bisschen Angst vor diesem Match hat. Könnte allerdings auch an ganz anderen Gründen liegen. Ja, was daraus wird, das werden wir dann wahrscheinlich nächstes Wochenende wissen, wenn Jones gegen Rampage gewinnen sollte, wovon ihr ja beide ausgeht. Aber das wüsste ich jetzt von euch gerne nochmal genauer, denn jetzt kommen wir zu unseren Tipps. Also, fangen wir an mit Ben Roswell gegen Mark Hunt. Wer gewinnt? Rothwell durch technischen K.O. in Runde 1. Rothwell durch technischen K.O. in Runde 3. Nate Diaz gegen Takanori Gomi. Wen habt ihr da vorne? Ich tippe auf Gomi durch K.O. in Runde 2. Ich denke, Nate Diaz durch Aufgabe in Runde 2, wahrscheinlich Würgegriff. Oh, die Schwergewichte Travis Brown und Rob Broughton. Schafft Broughton die Überraschung? Nee, Travis Brown durch K.O. in Runde 1. Ja, schließe ich mich an. Ja, dann haben wir Matt Hughes gegen Josh Koscheck. Wer setzt sich dadurch? Josh Koscheck durch technischen K.O. in Runde 2. Ja, ist ja aus unserem Kommentar eben schon relativ deutlich geworden. Ich sage Josh Koscheck, TKO, zweite Runde. Ja, ebenso klar war euer Kommentar bei John Jones gegen Rampage. Also einmal offiziell bitte. John Jones, technischer K.O. Runde 2. Schließe ich mich erneut an. Ein Herz und eine Seele sind der Jan und ich heute. Ja, das ist doch schön. Und damit sind wir dann auch am Ende unserer Sendung. Ich bedanke mich bei Konstantin von Leinten und Jan Groß-Oeming. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Immer Immer gern. wieder gerne. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal bei Ground and Pound Radio.